Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir melden uns aus Dublin. Und hier ist tatsächlich alles anders als bei uns. Es wird vielleicht später noch Zeit sein, von der Herzlichkeit und Liebenswürdigkeit der Dubliner und besonders der Fernsehkollegen zu berichten. Falls nicht, sollte es fairerweise gleich zu Beginn gesagt sein. Los geht die Fahrt und es wird gar nicht mehr lange dauern, dann werden wir im Phoenix Park sein, hier in Dublin, den meine Kollegen und ich inzwischen auch bewundern konnten. Vorbei an überfütterten Hängebauchenten, die auf dem gepflegten Rasen permanenten Verdauungsschlaf halten. Unser Weg führt uns zum Gaiety Theater, wo heute Abend der Liedwettbewerb Eurovision Song Contest 71 stattfindet. Zweck des Wettbewerbs ist es, wie es heißt, die Produktion neu komponierter Lieder auf dem Gebiet der populären Musik zu fördern. Im Gaiety Theater, einem hübschen, genau 100 Jahre alten Bau mit leicht angeschabtem roten Plüsch in den Logen, musste Desdemona und Madame Butterfly heute Abend der leichten Muse weichen. Das irische Fernsehen hat wirkliche Leistungen vollbracht, um hier alles zu installieren, und wir wollen nicht vergessen, dass es für die Iren die erste Großübertragung in Farbe ist. Im Gaiety Theater wird sonst Theater gespielt, Oper und Pantomime, und für das Haus mag es ein schönes Gefühl sein, dass zum 100. Geburtstag so viele Gäste gekommen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so klingt Irisch. Unsere Gastgeberin ist die hier in Irland sehr populäre Ansagerin und Schauspielerin im diesjährigen Chanson-Wettbewerb, dann, wenn Bernadette diese Ansage in Englisch hinter sich gebracht hat. And a major change agreed internationally by the European Broadcasting Union this year is the voting system. But we'll tell you more about that later. Now, ladies and gentlemen, it's time for the first song in the Eurovision Song Contest 1971. Maria, Maria, hanu ajli be wajli dan tu samir. Gurur hadde glow, shirar nar. Un petit coin perdu, juste un trompe-misère, n'abri rien de plus, un jardin sur la terre pour que le tir. Pas encore 20 ans,
just your jack in the box. You know it. Applaus natürlich auch für die 14. Jetzt zeigen wir Ihnen Gesang, Musik und Tanz der Shannon Castle Entertainers. Es handelt sich um einen Film, den unsere irischen Gastgeber drehten. Die Shannon Castle Entertainers. Und ich darf vielleicht noch ganz schnell hinzufügen, dass hier natürlich gewettet wurde bei der Wettleidenschaft der Iren. Und es geht heiß her bei uns, bei Ihnen auch. Shannon Castle Entertainers. And now I'd like to tell you a little more about the new voting system. Frieden zu Hause. Und mal sehen, ob wir recht hatten mit unseren Tipps. Das ist Mr. Brown, ich sagte es eben, er ist der
offizielle Vertreter, der mit seiner Stimme die Dinge bestätigt, ihnen sozusagen den amtlichen Stempel aufdrückt. Les membres du jury ont déjà enregistré leurs votes qui ont été transmis à Monsieur Clifford Brown. Et Monsieur Brown est chargé de vérifier les résultats donnés sur scène. Et son jugement sera accepté comme définitif. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous arrivons au moment le plus passionnant de la soirée. Now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. Jetzt der Augenblick, wirklich, da hat sie recht, auf den wir alle gewartet haben. Hier ist die Jury. Österreich, Malta und Monaco. Jetzt wird gestimmt. Austria 8. Österreich 8. Malta. Malta 6. 6. Thank you. And now your votes for Monaco. Monaco. Monaco 9. 9. Thank you. Your votes for Switzerland. Switzerland 14. 14. Thank you. And now your votes for Germany. Na? Deutschland. Germany 18. Oh. Thank you. Das O besagt gar nichts. Wir haben gerade erst angefangen. 18 für Deutschland. Spain 22. Spanien 22. And now your votes for France. France 13. Frankreich 13. Wir sind alle wahnsinnig gespannt hier. Luxemburg. Luxemburg. Luxemburg 15. 15 für Luxemburg. And now your votes for the United Kingdom. Und Großbritannien. United Kingdom 20. 20 für Großbritannien. Now your votes for Belgium. Belgium 10. 10 für Belgien. Could we please have your votes for Italy? Italy 19. Italien 19. Thank you. Now your votes for Sweden. Sweden 15. Schweden 15. Thank you. And your votes for Ireland? Ireland 19. Ireland 19. Thank you. Your votes for the Netherlands, please. Zwischendurch zeigen wir mal ganz kurz die Interpreten. Sie sind natürlich mindestens so gespannt wie wir, wenn nicht noch Thank gespannter. 14 and für die Niederlande. Portugal? Portugal 13. 13 für Portugal. Thank you. Could we have your votes for Yugoslavia? Yugoslavia 12. 12. Thank you. Your votes for Finland. Finland 12. Alles gleich, 12, Finnland. Thank you. Und schließlich And Norwegen. Your votes for Norway. Norway 12. Thank you, Austria, Malta, Monaco. Ja. Switzerland, Germany, Spain. Could we please have your votes for Austria? Schweiz, Austria, Deutschland 11, und Spanien stimmen 19. Jetzt. Thank you. Und now your votes Österreich for Malta. Erhöht sich auf 19. Malta 10, total 16. Malta 16. Now your votes for Monaco. Monaco 22, total 31. 31. Also der Applaus, glaube ich, ist wirklich noch verfrüht. Switzerland, Schweiz, 8, total 22. 22 Thank bisher. You. Now your votes for Germany. Deutschland. Germany 14, total 32. 32. Thank you. Could we please have your votes for Spain? Spanien. Spain 12, total 34. 34, nur nicht nervös werden, meine Damen und Herren. Wir sind es hier schon genug. Frankreich. France 18, total 31. 31 insgesamt, Frankreich. Could we please have your votes for Luxembourg? Pom, pom, pom.
Luxembourg 9, total 24. 24. Now your votes for the United Kingdom. Großbritannien. Jack in the Box. United Kingdom 13, total 33. 33. Could we please have your votes for Belgium? Belgien. Belgium 8, total 18. Thank you. 18, Belgien. Now your votes for Italy. Ich stockte auch gerade, aber es war richtig. Italy 20, total 39. 39, Italien Thank insgesamt. You. Could we please have your votes for Sweden? Sweden 15, total 30. 30 insgesamt. Thank you. And now Ireland votes jetzt. For Ireland. Ireland 12, total 31. 31. You. Next, your votes for the Netherlands. Niederlande. Netherlands 14, natürlich fängt es an, sich abzuzeichnen, wenigstens ein bisschen. 28, also für die Niederlande. Portugal. Portugal 17, total 30. 30 insgesamt für Portugal. Thank you. Bisher, we bisher. Have your votes for Yugoslavia, please. Yugoslavia 15, total 27. 27 Jugoslawien. Thank you. Your votes for Finland. Finland 11, Finland. Total 23. 23. And lastly, your votes for Norway. Norway 8, total 20. 20 insgesamt bisher für Norwegen. Germany, Spain. Damit haben die Schweiz, Deutschland und Spanien ihre Stimme abgegeben. Jetzt sind Frankreich, Luxemburg und Großbritannien dran. Sie beginnen wieder mit Österreich. 27 insgesamt für Österreich. Malta 8, total 24. 24 für Malta. Monaco. Monaco 20, total 51. Thank you. 51 für Monaco. Und die Schweiz? Switzerland 14, total 36. 36, Schweiz. Now your votes for Germany. Und jetzt? Germany 16, total 48. 48, immerhin. Thank you. Could we please have your votes for Spain? Spanien? Spain 21, total 55. 55. And now your vote for France. France 7, total 38. 38 für Frankreich. We next have your votes for Luxembourg. Luxembourg 11, total 35. Thank you. 35 für Luxemburg und Großbritannien. United Kingdom 12, total 45. 45. Your votes for Belgium, please. Belgium 13, total 31. 31. Could we please have your votes for Italy? Italien. Italy 17, total 56. 56. And now your votes for Sweden. Man will applaudieren, man wagt es noch nicht und man hat auch recht. Schweden 12, total 42. 42. Thank you. Ein schönes next Ergebnis. Have your votes for Ireland. Ach, wir hier gönnen es Ireland jedem. 15, total Sie auch. 46. 46 Thank für Irland. Now your votes for the Netherlands. Netherlands 14, total 42. 42 für die Niederlande. Thank Portugal. You. Could we please have your votes for Portugal? Portugal 19, total 49. 49. Thank you. Now your votes for Yugoslavia. Yugoslavia 11, total 38. 38 für Yugoslavien. Finland, please. Finland. Finland 16, total 39. 39. Ich finde dieses System viel spannender.
Da dauert es ein bisschen länger. Die Spannung hält länger an. 34 Norwegen. Das war's für Frankreich, Luxemburg und Großbritannien. Italien führt mit 56, Spanien mit 55 und Monaco mit 51 Punkten bisher. Jetzt stimmen Belgien, Italien und Schweden. Und wieder geht es alle Titel durch. 40 jetzt für Österreich. We now have your votes for Malta. Malta 10, total 34. 34 für Malta. Now your votes for Monaco. Monaco 24, total 75. 75 für Monaco. Das sieht jetzt natürlich viel aus, aber das geht ja, wie ich eben schon sagte, die Reihe durch. 14, total 50. 50, Schweiz. Could we please have your votes for Germany? Na? Here we are. Germany 19, total 67. 67. And next your votes for Spain. Spanien? Spain 15, total 70. 70. Thank you. Now 70 for Spanien. France 11, total 49. 49 für Frankreich. Bisher Luxemburg. Luxemburg 8, total 43. 43. Thank you. Erinnern Sie sich noch an die Interpreten? United Kingdom, Claudia Rogers. Die Irin. 16, total 61. 61. And your votes for Belgium. Belgien. 8, total 39. 39. Could we please have your votes for Italy? Stimmen für Italien. Italy 9, total 65. 65. Thank you. And your votes for Sweden. Schweden. 12, total 54. 54. Have your votes for Ireland. Ireland 11, total 57. 57. Irland. Niederlande. Netherlands 10, total 52. 52. Could we next have your votes for Portugal? Portugal. Portugal 10, total 59. 59. Und die Jury gibt sich wirklich Mühe. Das glaube ich jetzt schon sagen zu können, denn hier geht es auch nicht um den populärsten Titel, um ein Schlagerchen, sondern um einen wirklich guten Titel. 47, Jugoslawien. Und ich kann mir denken, dass die Juroren in arge Konflikte gestürzt wurden, denn ich glaube, das Angebot war durch die Bank recht gut. 55 für Finnland. Norway 10, total 44. 44 für Norwegen. Belgien, Italien und Schweden haben ihre Stimmen abgegeben. Es stimmen jetzt Irland, die Niederlande und Portugal. 54 für Österreich und Marianne Ment. Malta 11, total 45. 45 für Joe Gregg, Malta. Monaco 26, total 101. 101 für Severin und Monaco. Ich sage auch schon, Monaco. Bitte um Entschuldigung. Die Schweiz, das waren Peter Sjö und Mark. 66. Thank you. Your votes for Germany. Die Stimmen für Katja Epstein und diese Welt. Germany 17, total 84. 84. Thank you. Could we please have your votes for Spain? Spanien, Carina, in einer neuen Welt. Spain 22, total 92. 92. Da ist die 2. Could we next have your votes for France? Serge Lama, ein Garten auf Erden, Frankreich. France
20, total 69. 69. Monique Melsen, pom pom pom. Luxemburg, das fröhliche Lied. 14, total 57. 57. Großbritannien und Clodagh. Jack in the Box. 19, total 80. 80. Thank you. Your votes for Belgium. Goeiemorgen, morgen, Belgien. Lili Castel und Jacques Raymond. 55 bisher für Belgien. Massimo Ranieri, Italien. Na? Italy 11, total 76. 76. The Family Four und Weißer Horizont. 15, total 69. 69 für Schweden, Irland. Unser Gastgeber Angela Farrell mit Ireland, One Day Love. 9, total 66. 66. Zeit, Zeit. Saskia und Serge, Niederlande. 14, total 66. 66. Thank you. Your votes for Portugal, please. Portugal 8, total 67. 67 für Portugal, Meninja. Krunoslav Slavinac, Jugoslawien. Jugoslavia 13, total 60. 60 für Jugoslawien. Nun Finnland. Der Weg in einen neuen Tag, Marco Aro und die Koivisto Sisters. 72. Und Hanne Krog für Norwegen, bisher 44. Norway, 14, total 58. 58. Thank you, Ireland, Netherlands and Portugal. Irland, die Niederlande und Portugal haben gewählt. Monaco führt, Spanien an zweiter Stelle. Oh, es geht schon weiter. Wir sind noch nicht so weit. Jugoslawien, Finnland und Norwegen stimmen. Und noch kann sich alles ändern, meine Damen und Herren. 66 für Österreich. Malta 7, final score 52. 52. Monaco. Na? Monaco 27, total 128. 128 für Monaco und für die Schweiz. Switzerland 12, total 78. 78 für die Schweiz. Thank you. Could we next have your votes for Germany? Germany 16, total 100. 100. Thank you. Could we now have your votes for Damit, Spain? Naja, warten wir es bitte ab jetzt. Spain, ich möchte natürlich auch eine ganze Menge dazu sagen. 116. Thank you. And now your votes for France. France Frankreich. 13, total 82. Thank you. 82. Now your votes for Luxembourg. Luxemburg. Können Luxemburg Sie so schnell addieren, 13, wie man hier addiert? 70 sind es. Da Thank ist die Tafel. You. Could we please have your votes for the United Kingdom? Großbritannien. United Kingdom 18, final score 98. 98. Next, your votes for Belgium. Belgium 13, final score 68. 68 für Belgien. Thank you. Now your votes for Italy. Italien. Italy 15, final score 91. 91 für Italien. Your votes for Sweden, please. Sweden 16, final score 85. 85 für Schweden. We now have your votes for Ireland. Na ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ireland 13, das wäre wohl so etwa.
79 für Irland, unseren Gastgeber. Die Niederlande. Netherlands 19, final score 85. 85 für die Niederlande. Portugal 16, final score 83. 83 für Portugal. Yugoslavia 8, final score 68. 68 Jugoslawien. Thank you. Your votes for Finland. Finland 12, final score 84. 84. Thank you. And finally, so. Your votes for Norway. Norway 7, final score 65. 65. Thank you. Das war's, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit ist es klar. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Monaco a gagné le Grand Prix Eurovision. Monaco hat den Grand Prix gewonnen mit 128 Punkten. 128 Punkte. Severin, eine Bank, ein Baum, eine Straße. Und jetzt klatschen auch wir hier oben, mit die wir die ganze Zeit im Olymp gesessen haben, um zu kommentieren, meine 26 Kollegen und ich. Und sie bekommt Blumen, wissen Sie von wem? Von Dana. Dana, die beim letzten Mal gewonnen hat mit All Kind of Everything. Blumen, Küsschen, große Freude. Wir gönnen es ihr alle. Bernadette gratuliert. Und Dana bleibt auf der Bühne. Ja, das muss ich noch sagen. Die Interpretin, da kommt Katja. Die Interpreten bekommen eine Rolle. Sie bekommen keinen Preis, keine Medaille. Die Medaille geht an die Anstalt, an die Rundfunkanstalt. Verdientermaßen, ich muss das sagen, dass das so ist. Wir haben, das muss ich auch noch sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland auf dem dritten Platz, das kennen wir schon. Aber wir sind froh und zufrieden. So, I'd like to ask Severin to sing for us once more the winning song of the Eurovision Song Contest 1971, Un banc, un arbre, une rue. Un banc, un arbre, une rue. On a tous un banc, un arbre, une rue où l'on a percé nos rêves. On a tous un banc, un arbre, une rue où l'on se construire un avenir, un avenir. Et c'est l'inoubliable instant où l'on rend ses habits d'enfant, d'enfant. Chacun s'en va rempli d'espoir sur le chemin qu'il s'est choisi, qu'il s'est choisi. Vers la richesse ou vers la
Meine Damen und Herren, es gibt wohl keinen hier im Gaiety Theater in Dublin und es gibt, glaube ich, auch keinen von den hunderten Millionen, die uns heute zuschauen, der der sympathischen Sängerin Severina aus Monaco den ersten Platz beim Grand Prix Eurovision nicht gönnen würde. Ein Chanson hat gewonnen, das ganz bestimmt einen Wert hat für längere Zeit, das keine Eintagsfliege ist. Und wir verabschieden uns aus Dublin, hoffen, dass Sie sich gut unterhalten haben und sagen auf Wiederhören bis zum nächsten Jahr beim Eurovision Song Contest aus Monte Carlo.